Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend of the Edition. Ja, es ist ziemlich dunkel, ich weiß. Deswegen teleporten wir uns ja auch schon direkt zu unserem nächsten Auftrag. Nämlich mit Garan Mareti für einen neuen Auftrag sprechen. Und dafür müssen wir nach Burg Volkihar reisen. Das ist ja hier diese Vampirburg. Passt wahrscheinlich auch gerade mit diesem Lade. Ding zusammen. Irgendwas wollte ich letzten Ladebildschirm noch schon machen, aber irgendwie ist das nicht geschehen. Ich hab's euch schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Ich mache jetzt die Quest. Hier fühlt sich Serana ja auch wohl und zu Hause. Von daher passt das. Diese Dinger, ne? Oh, na gut. Ich muss mal gerade kurz was ausschreiben, Leute. Ist auch gut für euch. Ich schaue mich immer wieder so Sachen rum, wo nämlich noch keine Grafik-Mods für eingefügt sind. Und das ist hier diese Burg Volkihar nämlich, ja, unter anderem. Ihr seht ja, ne, das sind keine guten Texturen hier. Wenn man jetzt vergleicht, der Boden nicht. Hier diese Tür zum Beispiel. Ist, oder dieses Ding hier, das ist in HD. Und dann kommt der Stein direkt daneben, ist nicht mehr in HD. Da sieht man schon den gewissen Unterschied. Und ja. Übrigens, gute Nachricht, ne? So wie es aussieht, gerade kurz vor der Aufnahme, mein Nachbar zieht aus. Das ist der Hurensohn, der immer am Rauchen ist, mit offenem Fenster. Direkt am Fenster, der steht da, er raucht nicht, er lässt einfach nur Qualm. Das ganze Rauch von diesem Hurensohn weht halt immer zu mir rüber. Und der sah gerade so aus, als würde er vielleicht ausziehen. Keine Ahnung. Ja. Wieso bin ich eigentlich wieder sichtbar? Ja. Nee, das ist falsch. Hallo? Hallo? Okay. Oder ist das so eine Nebenquest? Ich habe keine Ahnung. Nee. Hallo? Ich will kein Vampir werden. Wird heute das über Vampir wird in den Bogen gesagt. Ich will mich nicht umwandeln lassen. Naja. Okay. Dann muss ich halt andere Quests machen. So. Und jetzt ist es schwer. Welche Quest sollte ich machen? Also ich will keine Daedra-Quest machen gerade. Bin ich nicht drauf vorbereitet. Wir haben aber Zeit tatsächlich. Mortalsjarl. Okay, das wäre vielleicht was. Falian in Mortar sein Vampir-Experte sein. Vielleicht kann er diese Krankheit heilen. Ja, Trebelmatische über die diese Folge 750. Horn von Jürgen Wildrufer. Ist auch eine Hauptquest, aber nur eine Nebenhauptquest. Okay. Then him is plagued by a shadowy clue. I've been asked to help investigate a lot. No. Stone unturned. Irgendwie ein usual like gem to vex in the thieves guild. Ne, ich will noch nicht, also die thieves guilden Sachen machen. I've been attacked by a group of people claiming to work with someone named Mirag. Achso, Dragonborn. Noch eine Daedra Quest. Request on Journal. Go to the Shrine of Terlos. The Book of Love. Das Haus des Schränks ist wieder was. Ich bin asked to take a care of Ice Troll Layer und Winterfeste. Wieder eine Daedra. Da war doch irgendwie eine dieser hier. Nee, das ist das gar nicht, was ich meinte. Diese Morde da in Windhelm. Da. When I was plagued by a shadowy killer, I've been asked to help investigate the latest murder. Das klang eigentlich interessant.
ich's. Ach so. Das ist wieder so eine ohne. Klar könnte ich jetzt nach Windhelm gehen und da einfach ein bisschen investigieren, aber das ist eigentlich nicht mein Stil. Okay. Dann dieses Love-Ding, Book of Love. Dann machen wir das. Oh mein Gott. Erdbeben! Versteckt euch unter Dingen. Oh mein Gott. Selbst werden wir auch immer mehr. Ha. Ja. 6 Minuten, wir haben damit verbracht, nichts zu machen. Das ist auch gut, finde ich. Okay, das Buch der Liebe. Der Liebe. Da in Markat. Oh, da speichere ich lieber vorher. Markat ist immer. Also allgemein sind Städtereisen immer. Dann doch mit einem gewissen Risiko verbunden. Deswegen muss man immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen, dass man nicht zu viel verliert. Versteht ihr? Höchstens Zeit. Okay. Mark hat, oh, gerade im Sonnenuntergang. Habe ich da gerade eine Sternschnuppe gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Dieser Himmel sieht schon geil aus, ne? Wir mussten, haben eine andere Mod jetzt dafür, weil die alte gab's nicht mehr. Schade eigentlich. Ich fand diese alte Stern-Mod extremst gut. Ja, macht aber nix. Okay. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob die Nebula drin ist. Da bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Ach, das ist das Handelsdings da. Ach so. Ja. Du, Ingvar. Ja. Ihr wisst vielleicht, was Fallen mag. Ich frage nicht für mich, sondern für Kalsymbol. Ja, für 200. Ja, danke. Mhm. Sind das da? Oh, das sind die Drachen, die ich klauen muss. Okay. Was steht denn da in dem Gedicht, Liebesgedicht da? Ein Brief von Kalsymbol verliehen. Mein liebes Herz ist Tauberstein. In Herz zerborgen vor dem Blick. Manch einer mag verdächtig schreien, das gibt es nicht. Doch andere wispern, doch vielleicht. Obgleich ein Stein geboren aus fiebrig Asche, ist einmal er geformt, kein Ritz, Hitz er verstrahlt. Und wie ihr Herz kein Leib lieb verrät, so schenkt es auch kein Trost dem, der es begehrt. Da Berge wachsen nach dem Himmel streben, die Gipfelstürmer folgen schon.
Mit Beitelseil, mit Axt und Hacke, den Fels gefügig machen sie. Ein Gipfel stolz in ihrer Mitte, unbezwiegbar und noch unerklommen. Wer es versucht, zerstellt an ihren Hängen, sein gierig Blick gen Himmel fährt. Denn ungestümte Wallung nie vermag, die wohlverwahrten Tiefen zu ergründe. Doch steter Tropfen zärtlich höhlt, ein heimlich Tunnel an ihr Herz. Meine Liebe ist ein schürfend Wasser, Eis, das in der Sonne bricht. Ein plätschernd, in sehnlich flüsternd Flehen, so lang, bis übersprudeln werde ich. Denn unter Felsen, da weilte ich, in einer Stadt aus Rohmstein, so werd ich in die Höhle kriechen, die Seele zu wärmen, die mein Heim ist. Ja, ist ein sehr rustikales Gedicht, sage ich mal. Ja, rustikal trifft, glaube ich. Okay, wo muss ich jetzt hin? Auch hier, ne? Ja. Mit dem Wasserfall, das sieht schon gut aus. Ach, hier! Wieso soll ich denn das Markert so? Okay. Es ist sonderbar. Äußerst, äußerst sonderbar. Okay. Ja, wir können ein bisschen sprinten, glaube ich. Haben wir den Wirbelsprint? Ja, haben wir nicht. Also ich habe ihn schon, aber nicht in den Fabriken. Das lohnt sich dann sonst nicht für mich. Nee, hier war ich falsch, ne? Miau. Du, ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber... Oh. Hi. Jo, hier ist ein Gedicht, das ich euch gern vortragen würde. Von Calzimo, bitte sehr. Gedicht überreichen. Ihr seid ihm wichtig. Was steht denn in dem Brief? Ja, Briefgesetz gibt's nicht. My dearest Calzimore, I was new to possess a great mind, but your charming poem reveals depth of feeling I never suspected. I'll admit to being a bit surprised at the direction of your feelings, but not unpleasantly, so let us meet to discuss further. Ja, das ist wirklich nicht so wortgewandt. Das ist sehr trocken. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, hi. Ach, der Koch! Ja, der Koch. Ich erinnere mich. Die Quest war super. Die Quest war wirklich super. Ach, er! Ich habe einen Brief von Verlehen. Ja klar, gerne. Und jetzt? Geht er jetzt? Hallo? 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 Calzimo!
Lass das nicht überstürmen! Überstürzen! Soll diese Lampen, ne? Habe ich mal gesehen, gibt es also als echte Lampen zu kaufen. Aber Kalze Mutti schläft! Außerdem war die Tür abgeschlossen. Ach so, ja, ich dachte, kommt der Test, sei mal da. Romantisch, romantisch, romantisch. Ist das nicht schön, so eine Geschichte? Nun, das ging fix, das ist gut. Ach, es ist Sonnenaufgang, kann das sein? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, wo muss ich denn hin? Das ist ja im Nirgendwo. Diebesgilde, meine Güte, warum? Warum? Eieiei. Okay. Moment. Ist der Regen wieder an? Nee, das ist schon richtig. Okay. Irgendwie sieht das nicht so gut. Ja, vielleicht ist es einfach, weil es starker Regen ist. Okay. Okay, daran könnte es liegen. Daran könnte es liegen. Oder lass es mich zumindest einreden, dass es daran liegen könnte. Hä? Was? Ich soll doch da rein, dachte ich. Oder? Nee, Moment. Soll ich gar nicht. So, in die Nähe davon da rein. Okay. Jetzt verstehe ich. Ach, Tempel von Mara. Also, das ergibt alles Sinn. Das ergibt Sinn damals, wo auch Ayela, so Boob-Tress und ich geheiratet haben. Jetzt verstehe ich. Jo. Ja, ich habe den verlorenen Liebenden von Market geholfen, ne? Mhm.
Okay, wenn ich jetzt irgendwas anziehe, dann wollt ihr mich alle heiraten, ne? Okay. Wollt ihr mich verarschen? Ne. Ne. Muss ich das jetzt echt tragen? Das ist ja auch nicht deren Ernst. Talk to the long dead lovers. Was ist das denn? Stimmt das eigentlich, dass wenn ich, das ist jetzt blöd. Habe ich eigentlich irgendwas zu verkaufen? Okay, das wird teuer für einen Test. Hier, der Typ. Ah, perfekt. So, hier. Wenn ich jetzt hier, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber wenn ich. Hallo? Okay, eigentlich soll man eine Waffe fallen lassen und dann, ja, dann soll es wohl so. Soll das wohl so sein, dass die Wachen irgendwas sagen? Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Dann passt es ja. Ja, ich mache einen Cut an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und ciao.